Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Primal Carnage, wo ich immer noch nicht weiß, ob ich den Namen richtig ausspreche. Und wir spielen heute auf der Seite der Menschen als Pyroheld, als Pyro-Guy. Und ich bin gespannt, was uns heute erwartet. Ich bin gerade erst in die Map gekommen. Und schon geht's hier los. Ja, wir spielen heute als Pyro-Guy. Wow, wow. Wer, wo, was, wie, wo. Ich glaube, das ist jetzt Tradition. Alter, ist das laut. So, das ist jetzt Tradition, dass wir innerhalb der ersten 5 Minuten abrecken. So, wo geht's denn hier lang? Ich war hier in dieser Map nie als Mensch unterwegs. Boah, und die viele, ich habe das jetzt schon gemerkt gehabt, es benutzen viele jetzt diesen... Ich gehe mal in die Defensive, das heißt, ich gehe... Wo sind denn eigentlich hier die ganzen anderen da? Die sind alle dort oben. Okay, dann komme ich mal dazu. Warte. Oh, ich habe die ganze Zeit immer Angst, dass der Rechner abstürzt. Weil ich es immer noch nicht gebacken habe. Wow! Okay. Ich muss, glaube ich, auch erstmal reinkommen als Mensch. Und ich schätze mal, die Map hier als Mensch ist ein bisschen blöd. Zwar gibt es hier viele Kurven und Kanten, wo man sich verstecken kann, wo man wirklich gut gerettet... Oh, wow. Ich gehe mal hier hoch. Nein! Tschüssi! Ja. Ich wechsle mal den Charakter. Mal gucken, vielleicht klappt es ja als den hier ein bisschen besser. Black Power! Sozusagen. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich wollte eigentlich warten, bis meine neue Maus da ist mit dem Aufnehmen, weil meine Maus immer noch so spinnt! Wo ist er? Ach, habe ich ihn gekillt? Ich erwische nichts. Haben, Leute. Haben. Aber ich habe ihn noch gekillt. Ich wechsle aber als Pyro Guy. Ja, das wird eine schnelle Runde werden. Wir haben noch, wie viel Zeit haben wir noch? 7 Minuten. Okay, das könnten wir schaffen. Dafür gibt's einen Satz Heißohren. Yeah, und ein Tod. Ach, ich liebe dieses Spiel. Auch wenn es schon etwas älter ist. Ich habe ja jetzt erst gesehen, dass es, hoch. Boah, hast du mich überrascht. Ja, seh zu, dass du wegkommst. Wow. Okay. Das packen wir. Die Map ist eigentlich total scheiße mit dem Charakter. Hä? Ach, dort hinten! Ach, hinter mir! Ja! Ja! Ich bin total schlecht heute. Also, naja. Die Map ist auch schön. Ach du Jemini. Mein Gott. Ich habe auch nochmal überlegt wegen des Dumping Land. Ich werde es jetzt wirklich so. Oh oh, T-Rex im Anmarsch. T-Rex! Yeah!
Couple Kill. Und Frame-Einbrüche. Okay, das könnte mein Tod bedeuten. Nein! Boah, das ist mein Tod. Boah, Alter, das war jetzt nice. Das war jetzt richtig nice. Really nice. So, oh, Alter, hab ich mich erschrocken. Okay, okay. Ja. Ist total ungewohnt, mal nicht als Raptor zu spielen. So, wow, wie wunderbar. Huch, nein. Na toll. Oh, oh. Okay. Wir können. Hier hoch. Hier komme ich nicht hoch, weil ich zu blöd bin. Oder zu fett bin. Beides stimmt. Hallo? Ah, hier. Hier. So. Wow. Ich wollte gerade sagen, ist erstaunlich ruhig geworden. Ja. Erstaunlich ruhig. Gut, eine Assist haben wir mitgenommen. Ich gehe mal hier raus gucken. Man kann im Übrigen, wenn man auf den Stampfen der Welt tut oder dieses leise Stampfen oder dieses, wenn die Erde halt bebt, daran erkennt man, dass ein T-Rex unterwegs ist. So. Ich sehe noch relativ gut aus. Say hello! Okay, der hat uns. Falcon, natürlich. Immer noch Pyro. Ich habe ja gesagt, wir bestehen die Runde diesmal nur als Mensch und als Pyro-Guy. Du kommst klar? Oh oh. Ich gehe mal hinten rum. So, checken. Okay. Okay, der Dingensen hat uns gesehen. Der... Oh mein Gott! Alter, ich hab einen Rexy getötet! Juhu! Ich seh nichts! Ach du Scheiße, ich sehe schön aus. So, ich brauch... Was? Oh, ich müsste irgendwas Heilendes finden. Ich sehe nichts. Oh, diese Spuckviecher, die sind echt scheiße. Okay, ich komm mal hier. Haben wir ihn. Wir haben ihn. Alter, der Carnosaurus kommt einfach so reinspaziert. Aber wir haben nicht mal lange. Sieht eigentlich relativ positiv aus. Relativ positiv, ja. Boah, ich liebe dieses Spiel. Ich liebe es! Ich komm mal mit hier hin. Ah ja, der Raptor. Autsch, Fallschaden. Ich komme mal mit in die Ecke hier. Obwohl, hier ist der beste Spot.
Weil hier kommt der Dingensen-Rex, der Carnosaurus, kommt da hier rein. Aber der T-Rex halt nicht mehr. Und die, na, sag schon. Die Raptoren sind da jetzt nicht wirklich ein Problem. So. Hier, die werden einfach abgefackelt. Und ich sterbe. Es ist klar, natürlich. Die letzten 15 Sekunden. Ich spawn noch schnell mit rein. Ich habe 50 plus bekommen für einen Assist. Okay. Komm schon, jetzt nicht sterben wegen eines T-Rexes. Die Fett. Wir haben es nicht geschafft, aber ey, wir stehen oben. Score 1400, 11 Kills. Naja, naja, das lässt sich machen, ne? Auf alle Fälle sehen wir uns dann die nächste Folge wieder und ich bedanke mich wie immer fürs Zuschauen und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Tschüssi!